jeden Fall ihre Medaille sicher. Welche Art wird sich gleich weisen nach dem Auftritt von Liu Xuan, die bereits einmal Bronze hat am Stufenbahn. Vielleicht wird es noch mehr. Beginnt ganz anders als die anderen. Sahili aus dem Handstand und Seitverhalten. Wundere mich ein bisschen, dass das Brett am Balken bleibt. Also sie fühlt sich so sicher, fällt nicht runter, kann das Brett auch stehen bleiben. Wieder Salto, das Brett zeigt. Einmalig. Ah, das sind die verdammten Dinger. Ja, diese Kombination. Wird übrigens von den Chinesinnen ganz gern geturnt. Man fiebert mit. Der Sprung war auch nicht rund. Ja, der Abgang war schön, aber in der Addition werden die Kampfrichterinnen nicht umhinkommen, all das auch zu notieren, was wir gesehen haben, nämlich da und dort die kleinen Unsicherheiten, die kleinen, zwar sehr minimalen, aber doch erkennbaren Korrekturen. Und es ist wohl davon auszugehen, dass Ekaterina Lobasniuk Gold gewinnt, Produnova Silber, und damit würde das russische Kunstturnen nach schwachem Beginn jetzt eine starke Aufholjagd starten. Ja, sie müsste ja über 9,787 Toren. Das hat Lobasniuk. Ich glaube nicht, dass das gelingt. Sie noch überhaupt in die Medaillenplätze sich reinturnen kann. Die drei Turnerinnen turnten ja perfekt. Da gab es ja nichts zu deuteln und zu monieren. 9,825 Punkte. Jetzt bin ich schon ein bisschen geplättet, Silvio. Ich muss das ganz ehrlich zugeben. Denn das war ja auch nicht alles astrein. Also die Fehler nach den Sprüngen, die leichten Wackler, die waren deutlich zu sehen. Und vielleicht ist das nicht so entscheidend. Aber China als letzte Turnerin, Liu Xuan, ganz nach vorn gekommen. Wer sich weiter aus dem Fenster lehnt, kann mitunter auch abstürzen. Das ist uns jetzt aber sauber passiert. Aber ich bleibe trotzdem dabei. Die Fehler waren da. Würden wir die beiden Übungen von Lobasniuk und Sie, Ihre Übung noch einmal gegenüberstellen, denke ich mir, käme ich zu dem gleichen Ergebnis und würde beharrlich auf meiner Meinung bleiben. Denn ich hatte schon auch den Eindruck, dass Liu Xuan schon wusste, dass nicht alles hundertprozentig war. Ja, aber wir sind ja nicht Kampfrichter bei den Damen und es ist doch gut, dass es da noch die Expertinnen gibt und die haben das anders gesehen. Aber es ist insgesamt auch schön. Goldmedaille für China. Das ist die Krönung einer ganz, ganz starken Leistung bei diesen Olympischen Spielen für die chinesische Frauennationalmannschaft im Kunstturnen. Platz 3. Dann bei Gerätefinals gestern sie schon Bronze, einmal Silber und jetzt auch eine Goldmedaille. Also bei Gerätefinals alle den gesamten Medaillensatz gewonnen. Und ich denke, die chinesischen Turnerinnen können hoch erhobenen Hauptes nach Hause zurückfliegen.